Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei Gogo for Camper. Ich suche seit längerem eine mobile, preiswerte Satellitenanlage. Es gibt natürlich verschiedenste Modelle, ob vollautomatisch und so weiter. Da war ich bisher immer zu geizig, so viel Geld auszugeben. Jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz und mein Kumpel Michael war gestern draußen und stellt seine mobile Sat-Anlage ein. Und ich habe immer gedacht, das dauert lange, man muss ewig den Satelliten suchen. Und wie einfach und schnell das geht, zeigen wir euch mal in diesem Video. Hier im Hintergrund könnt ihr mal eine vollautomatische mobile Satellitenanlage von Megasat sehen. Hier kann man schon mal ganz gut erkennen, wie groß dieser Klopper ist. Ich persönlich wüsste gar nicht, wo ich die hinpacken soll auf der Fahrt. Zum anderen bewegen wir uns preislich so zwischen 800 bis 2000 Euro. Das ist mir persönlich zu viel. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was Michael nutzt. Moin Michael. Hi. Was ich ja immer geil finde beim Camping ist, wenn man bei anderen guckt, was haben die so, da guckt man sich immer mal Dinge ab. Und Michael ist auch so ein Kandidat, der immer gute Ideen hat und auch tolle Sachen. Und genau so ist es hier bei seiner Sat-Anlage. Das habe ich so noch nicht gesehen. Weil viele haben ja natürlich Angst bei einer mobilen Sat-Anlage, dass das lange dauert beim Einstellen. Und ich habe mir das ja, wie gesagt, bei dir abgeguckt. Und das fand ich wirklich super. Zeig doch mal, wie einfach das geht. Ich habe hier eine App auf meinem Handy. Die Wasserwagen-App, ne? Die Wasserwagen-App, richtig. Stelle ich auf 27 Grad einfach ein. Ziehe dann meine Schraube hier hinten fest und dann war das schon mal das mit der Höheneinstellung. So, nachdem wir jetzt die Neigung eingestellt haben, öffne ich jetzt meine App. Das ist Satellite Finder. Ist eine kostenlose App, die man sozusagen runterladen. Man kann sich auf die Pro-Version irgendwie für 2,49 Euro runterladen. Ansonsten halte ich die jetzt einfach nur hier hinten ran, verdrehe die Anlage. Man merkt auch so ein leichtes Vibrieren im Handy, wenn ich die richtige Position habe. So, und das Ganze ist ausgerichtet. Und das ist das, was ich euch zeigen wollte, wie schnell und einfach das geht. Da war ich wirklich verblüfft, als ich das erste Mal gesehen habe. Und jetzt hast du auch noch einen Saugnapf in der Hand? Ja, genau. Das ist einfach wirklich, ich meine, jetzt habe ich das auf dem Dreibeinstativ stehen. Ist ja relativ easy. Man kann das, ne, variieren, wo Bäume sind, wo auch eben nicht. Aber wenn ich wirklich freie Sicht habe, dann montiere ich das natürlich auch gerne am Wohnwagen. Man kann das dann einfach hier ransetzen. Das heißt, dieses weiße Gestell sozusagen, das baue ich hier ran. Das ist Aluminium-Druckguss, hält 150 Kilo. Ich setze das an den Wohnwagen, mache es fest und kann es dann genauso ausrichten. Also wirklich praktisch überall da, wo man eben freie Sicht hat. Genau, richtig. Und jetzt ist das einmal das Dreibein, dann die Flachantenne extra, ne? Genau. Und was hast du dafür bezahlt? Keine 100 Euro. Ja, und das ist eben das Gute an der Sache. So hat man eben eine mobile Sat-Anlage, die wirklich schnell und einfach einzustellen. Genau. Michael, vielen Dank, dass du immer für den Quatsch zu haben bist. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.